Im Moment blickt ja die ganze Welt gebannt auf die Vereinigten Staaten, weil da wird ja mal wieder gewählt, da wird gewählt. Also kann man sich aussuchen, welchen alten Mann man jetzt haben möchte. Ja? Aber wissen wir eigentlich genug über unseren großen Bruder Amerika? Ich glaube, nein. Und deshalb ist hier für Sie der große TV-Total-US-Präsidenten-Check. Der große TV-Total-US-Präsidenten-Check. Und heute mit Stefanie, Lukas, Andres, Jasmin und zu guter Letzt Julian. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Worum geht's denn heute? Um die USA geht es heute, denke ich mal. Und was fällt dir zu den USA ein? Weißes Haus. Sehr gut. Und sonst so? Rugby. Sicher? Nee, Football, ne? Ja, nochmal gerettet, ja. Und was sagt man allgemein so über die Amis? Dass die doof sind, oder? Dass AmerikanerInnen vielleicht nicht, manchmal nicht so schlau sind. Ich habe mal gehört, dass die denken, dass braune Kühe Schokomilch geben. Echt? Da dachte ich ja, das ist ein bisschen, also das ist wirklich sehr dumm, oder? Ja, aber auch irgendwie süß. Und du? Dann denke ich auch an etwas dickere Leute, die auch ihren Rollatoren rumfahren. Also es ist so halt typisch für Amerika. Diese Dicken in den Rollatoren, die da durch die Walmarts fahren, oder? Zumindest seid ihr euch einig. Ich war noch nie da. Ich weiß nicht, wie Amerika ist. Ich weiß nur, dass die Uhrzeit verkehrt rumgeht. Hä? Was ist das so, was mir so geläuft, dass die doof und dick sind? Wer hat denn Amerika entdeckt? Columbus? Oder, ja, ne? Columbus meint, ja. Exakt. Andres? Boah, Geschichte ist schon lange her. Alexander der Große, glaube ich, war das. Und wann? Aber um die 1933. Nee. Dann schauen wir uns doch mal die Präsidenten der Vereinigten Staaten an. Jasmin, dein Thema? Oh ja, das kann ich bestimmt. Das ist doch kein Präsident. Nicht? Sondern? Ja, das ist doch ein Schauspieler. Ja, möglich. Was glaubst du? Warum? Die sind stinkreich, ne? Warum kriegen die das nicht hin? Was? So Augenbrauen mal machen oder so. Guck mal, einfach mal ein bisschen schneiden, kürzen. Wie jetzt? So zupfen muss nicht unbedingt sein, kann man einfach so ein bisschen rasieren lassen. Okay, wen haben wir da? Gute Frage, wer das ist. Sein Gesicht kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ist das nicht Mozart? Nee, ne? Nein. Nein. Ich meine, der hat Beethoven gemacht, ne? Nee, der hat nicht Beethoven gemacht. Komm, Stefanie, hilf mal weiter. Ich glaube, das ist George Washington. Danke. Erzähl uns ruhig mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, George Washington hat die Sklaverei beendet. Oder? Das war der andere, nämlich... Hm? Kein Plan. Ich glaube, es war auch einer der Ersten, kann das sein? Ja, nicht nur einer der Ersten. Es war der Erste. Ja, richtig. Das hier ist der allererste Präsident von Amerika gewesen. Falsch. Und wie heißt der? Wie heißt der nochmal? Abraham Lincoln ist das. Das stimmt. Genau, ja. Aber der hat die Sklaverei beendet. Ja, jetzt passt's. Ja, ist mein Kumpel. Ach, wie heißt denn dein Kumpel? Donald Trump mit seiner Filmfrisur. Ja. Aber ich weiß, dass er sehr mächtig ist. Der hat ja auch diesen Trump Tower, ich glaube, in New York gebaut. Der ist ja komplett Gold. Tower ja, Gold nein. Aber auch ein Playboy, ne? Also im oder ist? Ja, ein Playboy ist er auch. Halte ich nichts wie von. Next. Kein Problem. Und mit wem machen wir weiter? War das nochmal? Jasmin, kannst du helfen? Das ist ein Präsident gewesen. Soweit schon mal richtig. Und sein Name? Ist das Bush? Nein. Nein. Rogan oder Reagan? Reagan meinst du. Aber auch falsch. Ist das nicht, wurde der nicht abgeschossen? Abgeschossen? War es nicht der vom Attentat? Nein, der wurde nicht abgeschossen. Nee, ne? Noch ein Versuch? Bill Clinton. Kann das sein? Ja. Stark. Ja. Und wofür ist der noch bekannt? Ich würde sagen, der hat seine Frau betrogen oder was auch immer. Das stimmt. Ehrlich? Ja. Halte ich nicht von. Immer treu bleiben. Natürlich. Fest versprochen. So, das ist Bush. Sehr gut. Das weiß ich. Und sein voller Name? George W. Bush. Yes! Das ist der Präsident gewesen, welcher erschossen wurde. Schon wieder?
Und ich denke mal auch, dass es von innerhalb der Regierung war. Innerhalb der Regierung erschossen. Schnell zum nächsten. Ja? Ist auf jeden Fall nicht in der Regierung, aber ich weiß auch nicht, was er sonst macht. Du kannst auch raten. Schauspieler. Jo. Was sagst du? Hallo? Jemand zu Hause? Entschuldigung. Hallo? Elvis. Richtig. Oh, jo. Cool. Ja, da bin ich noch zu jung für. Na, nicht unbedingt. Lebt er überhaupt? Leider nein. Okay, dann mach gut. Ja, mach besser. Und wer ist er? Der ist Politiker. Ja, stimmt. Aber gleichzeitig hat er auch schon mal Fernsehfilme gemacht. Ah, ja. So, jetzt sind wir bei dem Präsidenten, der erschossen wurde. So, jetzt aber. Das ist John F. Kennedy. Exakt. Und ich weiß nicht genau, warum er erschossen wurde, aber ich glaube, er hat irgendwas gemacht, was halt den Leuten nicht so gefallen hat. Könnte sein. Er hat doch mit seiner Sekretärin geschlafen, glaube ich, ne? War das nicht er? Wo dann die Ehe kaputt gegangen ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Und ich glaube auch, dass, also man munkelt, dass er bei dem 9/11-Attentat mit seinen Fingern im Spiel hatte. Oh, das würde mich wundern. Hatte der denn eine Affäre? Mit einer Sängerin, die Happy Birthday noch für ihn gesungen hat, ne? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, stimmt. Ist sie auch hier drin? Nee. Die hätte ich erkannt. Direkt. Vielleicht beim nächsten Mal. Für heute reicht's uns.